Ja, hier Hundeschule. Ich benötige dringend Hilfe. Mein Hund verfolgt mich auf Schritt und Tritt. Mir wurde gesagt, er will mich kontrollieren. Bitte helfen Sie mir. Oha, ich komme sofort. Habt ihr auch einen Hund, der euch gelegentlich oder ab und zu oder immer mal hinterherläuft? Habt ihr euch schon mal gefragt, warum er das macht? Ob das so richtig ist? Ob ihr das korrigieren solltet? Prima, genau für euch habe ich das Video gemacht. In dem Video erkläre ich euch, warum die Hunde das machen. Und am Ende zeige ich euch noch, wie man das trainieren kann, wenn es einen stört. Wie lange ist der Hund denn schon bei Ihnen und wie lange zeigt er das Verhalten schon? Haben Sie ihn für das Hinterherlaufen belohnt? Ja, der Hund ist aus dem Tierschutz. Der ist seit einem halben Jahr bei mir und er verfolgt mich auf Schritt und Tritt. Das ist egal, was ich mache. Natürlich habe ich das nicht belohnt. Erzählen Sie mal bitte genauer. Wann läuft er Ihnen hinterher und wie reagieren Sie darauf? Was machen Sie genau? Ja, das ist wirklich egal, was ich mache. Das ist, ob ich in die Küche gehe, ob ich am PC sitze, ob ich auf der Couch sitze und was lese. Das ist egal, der ist ständig bei mir. Okay, nehmen wir mal das Beispiel mit der Küche. Wenn er Ihnen in die Küche hinterherläuft, bekommt er da irgendwas? Ja, natürlich bekommt er ab und zu mal was aus dem Kühlschrank. Der guckt mir ja immer so an. Es kann ja sein, dass er Hunger hat. Ich weiß ja auch nicht, was er von mir möchte. Okay, und wenn Sie am PC sitzen und er zu Ihnen kommt, was machen Sie dann genau? Streicheln Sie ihn oder sprechen Sie ihn an? Naja, es kommt drauf an. Manchmal habe ich dann Zeit, dann streichle ich ihn auch und manchmal sage ich, er soll bitte weggehen. Und das sage ich aber permanent und der hört aber nicht auf mich. Okay, ich glaube, ich sollte Ihnen erstmal erklären, wie Hunde ticken. Hunde sind sozial lebende Tiere. Sie sind gern mit uns Menschen zusammen und sie sind auch neugierig. Hunde machen immer prinzipiell das, was sich für sie lohnt. Als der Hund jetzt aus dem Ausland hierher gekommen ist und zu Ihnen gekommen ist, haben sie sich natürlich in der Wohnung bewegt, weil sie das immer so machen. Der Hund wusste nicht, was passiert und ist jetzt einfach mal aus Neugierde ihnen hinterhergelaufen. Mit der Zeit hat er aber gemerkt, dass es sich lohnt, weil immer, wenn sie an den Kühlschrank gehen, ihm ein Stück Käse rausholen, weil er eventuell Hunger hat, wenn sie am PC sitzen, ihn streicheln, ihn anfassen oder ansprechen, merkt er natürlich, dass er die Aufmerksamkeit bekommt. Und dadurch lohnt sich das Verhalten und dadurch wird es immer wieder mehr. Ah, okay, ich verstehe. Also habe ich das doch belohnt. Das war mir gar nicht so klar, dass das Ansprechen schon eine Belohnung ist. Wäre das anders her gewesen, wenn ich mir einen Welpen geholt hätte? Nein, bei Welpen ist es genauso. Welpen haben den sogenannten Folgetrieb, das heißt, sie laufen der Bezugsperson erstmal hinterher. Wenn ich dann an den Kühlschrank gehe, auch was zu essen raushole, wenn ich den Hund anspreche und sage, was möchtest du denn von mir, dann vielleicht schon mit mir spiele und Interaktion habe, dann lernt der Hund natürlich, dass es sich lohnt, mir hinterher zu laufen. Also es macht keinen Unterschied, ob Sie sich einen Welpen holen oder einen Hund aus dem Ausland. Wenn der Hund hinterherläuft und Sie das Verhalten belohnen, dann macht es der Hund natürlich immer wieder. Okay, also möchte er mich nicht kontrollieren. Nein, er möchte Sie nicht kontrollieren. Wenn ein Hund einen Menschen kontrollieren möchte, dann stellt er sich vor ein, kreist ihn ein, versperrt ihm den Weg, stellt sich frontal oder in T-Stellung und zeigt zur Not auch die Zähne. Und glauben Sie mir, wenn Ihr Hund Sie kontrollieren möchte, das merken Sie. Also muss ich mir darüber jetzt keine Gedanken machen, sollte ich das jetzt trainieren oder was kann man jetzt dagegen machen? Sie müssen sich darüber keine Gedanken machen. Hunde sind sozial lebende Tiere und dass sie unsere Nähe suchen und uns folgen, ist ein völlig normales Verhalten. Wenn Sie das allerdings nicht möchten, dann können wir das natürlich trainieren. Ich zeige Ihnen gerne nochmal wie. Oh, prima. Dankeschön. Endlich einer, der mir helfen kann. Hi. Der ein oder andere kennt bestimmt das Problem auch, dass der Hund einem ständig hinterherläuft. Das liegt meistens daran, weil wir das Verhalten belohnen. Sprich, wenn der Hund uns folgt, sprechen wir ihn an, wir spielen mit ihm, wir geben Futter und sonstiges. Wenn wir wollen, dass der Hund irgendwo liegen bleibt, dann sollten wir das Verhalten verstärken. Das heißt, wenn der Hund sich irgendwo befindet, belohne ich ihn dafür.
Und wenn er mir hinterherläuft, ignoriere ich ihn. Beziehungsweise in diesem Fall jetzt, weil wir trainieren wollen, dass er liegen bleibt, schicke ich ihn wieder zurück auf den Platz. Aber in Zukunft ist es so, wenn der Hund mir in der Wohnung hinterherläuft, spreche ich ihn nicht an, belohne ihn nicht dafür, sondern lege den Fokus darauf, was ich gern hätte, nämlich auf das ruhige Verhalten. Das heißt, der Hund wird nur noch belohnt, wenn er irgendwo ruhig liegt. So. Ob ich den Hund jetzt in dem Fall hinsetze oder hinlege, spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass der Hund lernt, wenn ich dort bleibe, bekomme ich da was dafür. Nico? Ja. Jetzt korrigiere ich ihn wieder, das heißt, ich schicke ihn wieder auf den Platz, gehe wieder weg, korrigiere ihn wieder, das heißt, ich setze ihn wieder hin. Jetzt mache ich es nicht ganz so schwer, weil er zweimal denselben Fehler macht, das heißt, ich gehe jetzt einen Schritt rückwärts, gehe zurück und gebe ihm wieder den Keks. Gehe zurück und er bekommt wieder einen Keks. Ja? Und so lernt der Hund, ah, okay, wenn ich dort bleibe, wo ich hingesetzt wurde, bekomme ich dafür was. Wenn er aufgestanden ist und ich ihn korrigieren musste, bekommt er nichts dafür. Das ist wichtig, ja? Weil sonst lernt der Hund, ah, okay, ich kann ja aufstehen, werde korrigiert und bekomme meinen Kick viel schneller. Und wenn er jetzt aufstehen darf, das ist wichtig, hole ich ihn ab. Du darfst. So, dann fange ich wieder von vorne an. Was ich bitte nicht mache, ist weggehen und den Hund rufen. Ja? Dadurch hat der Hund die Erwartungshaltung, ach, ich darf ja irgendwann doch aufstehen, wenn ich gerufen werde. Dann kann es sein, dass der Hund irgendwann da sitzt und sagt, haben die was gesagt, haben die mich gemeint? Und dann rennt der Hund los, ja? Das machen wir bitte nicht. So. Wenn ich meinen Hund irgendwo geparkt habe, gehe ich hin und hole ihn dort ab. So, er ist wieder aufgestanden, jetzt korrigiere ich ihn wieder, hat er wieder Pech gehabt. Muss ich wieder hinsetzen. Dann gehe ich wieder weg. Und ich gebe ihm den Keks wirklich nur dann, wenn er auch sitzen geblieben ist. Und wenn er sitzen geblieben ist, und ich ihm das Freizeichen gebe, darf er auch mitkommen. Ja? Das heißt, er darf jetzt aufstehen. So. Und dann fange ich wieder von vorne an. Und fürs Aufstehen gibt es auch keinen Keks. Das ist wichtig, ja? Die Kekse gibt es immer nur für das Verhalten, was ich gern hätte. In diesem Fall das Sitzen und Bleiben. Und das ist im Grunde auch schon alles. Es ist kein Hexenwerk. Legt den Fokus aufs Positive. Immer wenn der Hund geblieben ist, bekommt er dafür einen Keks. Baut es bitte kleinschrittig auf. Ja? Das heißt wirklich nur einen Schritt weggehen, zurückgehen, dem Hund einen Keks geben. Wenn ihr ein Markersignal habt, könnt ihr das Markersignal belohnen. Das heißt, ihr geht weg, geht zurück, top, Keks. Ja? So lernt der Hund, ah, okay, ich warte dort, die kommen zurück. Dann bekomme ich einen Keks oder wenn ich sage, er kann die Übung, habe ich ihn geparkt und sage, komm mit, auf. Dann dürfte er aufstehen. So. Jetzt möchte er natürlich nicht, was aber vollkommen okay ist. Jetzt seht ihr auch, er hat gelernt, ach, das Sitzen bleiben lohnt sich ja viel mehr als das Hinterherlaufen. Viel Spaß beim Training.